Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Fernbus-Simulator, der bin ich Bitters. Wir fahren heute von Braunschweig weiter in den Westen. Und zwar nach Bielefeld als Zwischenstation und dann nach Dortmund. Und wir beginnen hier mal mit dem Einchecken, würde ich sagen. Bielefeld. Grüezi, ist das gültig? Dortmund. Grüezi, ist das gültig? Danke, Dortmund. Hallo, ist das Tier Dortmund? Hallo, das ist cool. Bielefeld. Moin. Dortmund. Mahlzeit. Bielefeld. Hi, ich ciao. Bielefeld. Salut. Sie wollen ciao? Bielefeld. Hallo, hier ist mein Ticket. Bielefeld. So, die beiden noch. Hier. Bielefeld und Moin. Ich hoffe, Bielefeld. Damit hätten wir sie alle. Wir klappen hier wieder zu. Ist hier noch? Hab ich doch gar nicht. Da seht ihr es. Bielefeld, Dortmund. So. Gehen rein in unseren Bus. Ey. Machen die Türen zu. Starten den Bus. So. Blinker gesetzt und auf geht's. So, wunderschön. 205 Kilometer bis Bielefeld. Ankunft 12.29 Uhr. Wenn alles gut geht. Aber davon gehen wir jetzt einfach mal aus. So, Ampel. Warum? Fahren ja geradeaus. So, wird noch die Ordnungsmacht, Ordnungshüter, wie auch immer. Ach, wir müssen links, scheiße. Da habe ich mich jetzt vertan. So ein Rowdy. Ja, ich kann es doch nicht ändern. Wenn der mir reinfährt. Rechts. Rechts herum. Taxitreff. War denn nicht irgendwo hier ein Blitzer? Anscheinend nicht. So.
Alberstadt und irgendwas steht da noch. Kann es nicht sehen. Auf jeden Fall geht es da auch auf die Autobahn nach Berlin. So. Er kommt. Wir sollen da gleich links, das heißt, hier mal einordnen. Du hast den zu bleiben. Fahren jetzt auf die A2. Wunderbar. Keiner, können wir rüber. Und auch hier rüber. So, Tempomat an. Wunderbar. Chilligste Fahren überhaupt. War nicht schön. Die A2 runter in den Westen. Beziehungsweise nicht runter, sondern rüber. Von Ost nach West. So, und die Fahrt dann von Bielefeld nach Dortmund werdet ihr dann in einem anderen Video sehen. Wo wir dann in Nordrhein-Westfalen ankommen. Vielleicht kommen wir ja dann von Dortmund noch weiter in den ins Ruhrgebiet, Duisburg, Essen, Bochum, Köln, weil Köln dann schon nicht mehr Ruhrgebiet ist, aber was anderes. Das wäre auf jeden Fall super, wenn man dann so ein bisschen den äußersten Westen erobern könnte. Da seht ihr schon angeschlagen, Bielefeld, Dortmund, Köln. Wunderbares Fahren, wunderschön.
Sonnenschein, traumhaft. Ein schöner MAN. Wir bauen auch immer sehr schöne LKWs, muss man wirklich sagen. Also so, zumindest so vom Aussehen her finde ich die immer sehr, sehr schön. So, dann haben wir gleich noch 100 Kilometer. Eine anderthalb Stunde ungefähr Fahrzeit. Bis wir dann in Bielefeld eintreffen, aber vielleicht sollten wir auch gleich mal an einem Parkplatz anhalten. Das wäre doch eventuell eine Idee. So, was haben wir hier alles für Beschränkungen? 120. Na gut, so viel fahren wir ja eh nicht. 100. Das ist 80. Bleiben wir mal bei 80. Da stand doch gerade 80, oder? Tue ich mich jetzt komplett. Egal, fahren wir wieder 100, wenn das doch nicht ist. Da fahren wir einfach mal weiter. Alles prima. Areal. Ist das geil. Ich brech weg. Areal. Ach ja. Ja, wenn die Lizenzierungen nicht da sind von den Originalmarken, dann muss man halt kreativ sein als Entwickler. Das kann ich mir schon gut vorstellen. Real, das ist schon echt, ey. Bombe. Wahnsinn. So, und weiter geht's. Hatte gerade einen Anruf bekommen. Deswegen habe ich jetzt hier die kleine Unterbrechung gehabt. Aber nichtsdestotrotz machen wir da jetzt so einfach weiter. Ah, bezieht sich langsam, oder meine ich das nur? Irgendwie geht die Sonne flöten. Nicht, dass jetzt noch anfängt zu regnen. Das wäre eher hinderlich, finde ich. So, machen wir mal drüber hier. Beziehungsweise links rüber. So, jetzt kommt eine Baustelle. Es war da gerade das Schild angegeben. Aber das heißt ja bekanntlich nichts. So, hier ist aber eine Baustelle. So, da haben wir bekanntlich mit Sicherheit 80. Aber versuchen wir hier. Ich bin immer der. Seid ihr auch diejenigen, die in der Baustelle versuchen, immer links dran vorbeizukommen mit einem PKW? Zumindest an die LKWs und ihr euch in die Hose scheißt, weil es verdammt eng wird? Schreibt's gerne in die Kommentare. Und willkommen in Nordrhein-Westfalen. Werden wir von der Polizei verfolgt? Quatsch. Nicht, oder? Fahren wir mal lieber rechts rüber. Hier ist 60. Bleiben wir mal bei 60. Also schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr das in den Baustellen macht. Seid ihr diejenigen, die links rum versuchen, an den LKWs vorbeizukommen, oder bleibt ihr dann brav dahinter und fahrt schön mit 60 hinter denen her oder mit 80. Schreibt es gerne in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren,
Zu welcher Sorte Autofahrer ihr gehört? So, hier ist der 80, dann bevor wir wieder 100 fahren. Wieso wurde ich geblitzt? 80 war doch durchgestrichen. Ach, es ist doch schon egal. Besser im Spiel als in echt. Egal, egal, egal. Zahlt das Busunternehmen. Nicht ich als Fahrer. Ich habe einen kulanten Chef. Wurdet ihr auch schon mal auf der Autobahn geblitzt? In der Baustelle? Also ich schon einmal. Da habe ich aber leider das Schild zu spät gesehen. Beziehungsweise ich habe zu schnell wieder aufs Gas gedrückt. Und was halt passiert. So. Bielefeld. Rechts rüber. Fahren wir mal rechts rüber. Ups, 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 ups. Hab ich beinahe übersehen. Aber wollen wir mal ein bisschen Gas geben hier, damit wir die LKWs vorbeikommen. Dann gleich rechts rüber in die Ausfahrt kommen. So. Schon wieder geblitzt. Wurden wir gerade geblitzt? Ich glaube, ich spinne, ey. Ist aber nicht mein Tag heute. Oh, das wird teuer. Zweimal geblitzt. Ey, da haben die eine Blitze in der Ausfahrt? Das habe ich aber auch noch nicht erlebt. Was ist jetzt los? Warum stellt er mich denn hier? Ich will doch rechts raus. Alles verschüttet. Danke. Ja, ich kann doch nichts dafür, wenn der Computer mich hier hinparkt. Mann, es fing so schön an. Ach, das sind wieder die Punkte, die abgezogen werden, ne? Das ist zum Kotzen, ganz ehrlich. Naja, was will man machen, ne? Man hat ja sowieso keine Chance. Sind ja auch nicht gerade rücksichtsvoll, die Computerfahrer, die KI-Fahrer. Die rammen einen einfach so rein. Die klauen einem teilweise sogar die Vorfahrt. Also, ist mir auch schon aufgefallen. Also, das mit den Verkehrsregeln hier, beziehungsweise mit dem Rücksichtnehmen, das ist den KI-Fahrern noch leider nicht eingehaucht worden. Aber ja, dem ist dann halt so. Uah. Uah. Ei. Scheiß die Wand, ey. Bin ich ein bisschen ins Schleudern gekommen. Boah, ich mache alles kaputt jetzt. Es fing so schön an. Ne, ich muss links. Gibt's doch gar nicht. Sonntagsfahrer. Ach, halt die Fresse. Sorry, aber ist doch so. Maulende Fahrgäste, ich glaube, ich spinne, du. Die haben doch genau gesehen, dass ich links. Ich hatte Blinker an, wollte links rüber und da fahren die ja noch in die Karre. Das ist doch nicht normal, ja? Das ist doch. Gibt's im echten Leben gar nicht. Da nimmt man Rücksicht aufeinander. Man sieht, okay, der will links rüber, warte ich mal eben. Fahr denn nicht stumpf in die Karre? Das ist doch fern jeder Realität, meiner Meinung nach. Also. Aber ja, was will ich machen? Es ist ein Spiel und es lohnt sich gar nicht drüber, sich drüber aufzuregen, aber sowas sind dann halt immer Sachen, die mich eben doch aufregen, weil das wertvolle Punkte sind, die einem geklaut werden. Man ist ja selber schuld, obwohl man gar nicht schuld ist, in dem Sinne, weil die fahren einen einfach rein in die Karre und mir werden die Punkte geklaut. Und das finde ich schade. Das ist einfach, naja. Finde ich einfach schade. So, jetzt haben wir jetzt mal grün, das ist auch mal gut. So, 8 Kilometer haben wir noch.
nichts rein. Ey, ich glaube, ich spinne ab, ey. Fährt er einfach. Ich habe Vorfahrt gehabt. Nur mal so viel dazu. So, Montana. Ne, Montenero. Montenero. Mein Gott, was für ein Name, ey. Die kriegen nicht für kein einziges Auto die Lizenzierung hin. Nur für die Busse hier. Warum? Was ist denn jetzt los? Ich muss umdrehen. Ach, diese Scheiße, ey. Alles verschüttet. Danke. Bitte. Also ich weiß nicht, ey. Das Spiel hat noch echt Luft nach oben, muss ich sagen. Ist doch scheiße so. Wenn man zu fest auf den Knopf drückt, dann blendet der einen einfach aus und stellt einen ganz anders hin, wie man eigentlich fahren will. Und das weiß ich nicht. Sind so Dinge, die mich einfach ganz massiv stören. Hier sind schon Reifenspuren, ey. Wahnsinn, schaut euch das an. Wollen wir mal schön bei 50 bleiben. Will ja nicht noch ein drittes Mal geblitzt werden. Wirklich ist hier alles. So, rechts. Dann haben wir es auch gleich geschafft. Vorne ist schon unsere Haltestelle. Mal Blinker an, damit der rückwärtige Verkehr auch weiß, dass ich hier anhalten möchte. Sehen schon die Passagiere, die mit nach Dortmund fahren möchten. So. Kiste aus. Steigen wir hier mal. Das vergesse ich immer, ne? Das vergesse ich immer. Regelmäßig. Jetzt aber. So, das war's dann mit der Fahrt nach Bielefeld. Ich würde sagen, speichern wir das Ganze mal ab. So, schauen wir mal. Was hat er soweit? Gut, wie es dann nach Dortmund geht, das seht ihr dann in einem anderen Video wieder. Ich hoffe, das wird dann etwas besser als das hier. Bis dahin sage ich ciao, servus und tschüss, euer der Danny spielt das. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts, bleibt mir treu, bleibt gesund, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal. Euer der Danny spielt das, haut rein, ciao, servus und tschüss.